Hallo, mein Name ist Tobias Teichen. Bisher kennst du wahrscheinlich nur meine zuckersüße Stimme über den Podcast. Jetzt weißt du auch mal, wie dieser Mann aussieht. Ich finde es genial, das Feedback aus ganz Deutschland zu bekommen von vielen Leuten, die uns zuhören und die Frage stellen, wann kann ich das auch mal sehen, was dort passiert in dieser Kirche. Wir arbeiten viel mit Illustrationen, mit Bildern und mit Dingen, die man einfach nur durchs Auge mitkriegen kann. Unser Traum ist, Videopodcasts anbieten zu können. Und unser Traum ist auch weiterhin, all diese Services, Podcast und Videopodcast, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Kostenlos für dich heißt, es kostet jemand anders. Wir kennen das vom FC Bayern, wenn er die Meisterfeier macht, gibt es Freibier in unserer wunderschönen Stadt. Freibier kostet dann nur den Paulaner Brauerei etwas und dich und mich nichts. Wenn du möchtest, kannst du dich daran beteiligen, dass wir unser Angebot erweitern können, dass viele Menschen Kirche neu erleben können, auch live und in Farbe. Und wenn du möchtest, kannst du daran beteiligen durch eine Spende auf unser Konto, was du auf der Homepage finden kannst. Ich freue mich, mit dir gemeinsam in die Zukunft zu gehen und vieles noch mit Gott zu erleben. Und ich glaube, dass eine Aufgabe Church Planting ist. Was heißt das für uns als ICF München für die nächsten 10 Jahre? Wenn ich München anschaue, ja, habe ich euch mal eine Grafik mitgebracht, München. München besteht, München ist groß, ja, haben wir das? Ja, das ist München, schau es dir mal an. München ist eine große Stadt, 1,8 Millionen Menschen wohnen da und wir haben Landkreise um München herum. Die haben wieder 60 bis 100.000 noch mehr Einwohner. Starnberg, das sind diese ganzen Nummernschilder, die hier rumdüsen und keiner weiß so genau, wo die herkommen. Ja? Lieber Gott, behüt uns vor Winter, Eis und Schnee und vom Kennzeichen FFB, hast du vielleicht schon mal gehört? Das sind dann die Fürstenfeldbrucker da, Starnberg, Dachau, Freising und so weiter. Das sind Landkreise, die gehören zu dieser Stadt, aber auch irgendwie nicht. Das sind Leute, die brauchen eine halbe Stunde zur Arbeit, aber wenn du überlegst, wie können diese Menschen auch Gott kennenlernen, für die ist eine halbe Stunde in die Stadt reinzufahren, um einen Gottesdienst zu besuchen, als Nichtchrist eine ewig lange Reise. Wenn du deinen Nachbarn einlädst in Fürstenfeldbruck und sagst, möchtest du mal mit mir am Sonntag in den Gottesdienst kommen, sagt er, warum soll ich denn sonntags nochmal in diese Stadt fahren? Vom Kunden aus gedacht sind diese 30 Minuten Weltreisen, auch wenn 30 Minuten unserer Stadt eigentlich nichts sind. Der Traum, den wir haben, ist, dass wir in all diesen Landkreisen eine Kirche gründen. Das ist, wenn du Christen erreichen willst, nicht notwendig. Christen sind leidensfähig. Wenn du ein Christ bist, herzlich willkommen, du bist leidensfähig. Du fährst eine halbe Stunde, eine Stunde und manche auch 2 Stunden zu einem Gottesdienst. Wenn du aber auf der Suche nach Gott bist, bist du nicht leidensfähig. Da denkst du, was, Sonntag früh aufstehen und dann eine halbe Stunde fahren? Das mache ich nicht. Plus, der Erdinger an sich, ja, trinkt nicht nur Weißbier, sondern hat schon ein bisschen andere Mentalität, weil es Landkreis ist. Ja? Es ist nicht mehr die Stadt. Genau der Dachauer und der Fürstenfeldbrucker, die orientieren sich eher in ihre Kleinstadt hinein. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, für die Leute wird es so sein, dass es ICF Starnberg, ICF Fürstenfeldbruck und so weiter geben wird in den nächsten Jahren. Und wir wollen ein Synergiemodell machen. Das möchte ich hier kurz zeigen. Was heißt es?